Hallo, heute gibt es nach langer Zeit wieder ein Neuzugänge-Video von mir. Ich wollte euch in diesem Video die Bücher zeigen, die ich zu Weihnachten und zum Geburtstag Mitte Januar bekommen habe. Es gab ein paar Überraschungsbücher, es gab ein paar Titel, die ich mir gewünscht hatte und ich habe diesmal sehr, sehr viele Gutscheine bekommen auch und sie ja im Laufe der letzten Wochen eingelöst und diese Bücher wollte ich euch in diesem Video zeigen. Ich fange an mit den Überraschungsbüchern. Insgesamt drei habe ich bekommen. Zum einen New York von Lilly Brett. Das, ich habe es vorhin mal so ungefähr überschlagen, es sind etwa 50 Texte in diesem doch sehr schmalen Büchlein. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es hier vor allem um New York, um das Leben und wahrscheinlich auch um das Lebensgefühl in New York. Und wir erhalten hier auch Einblicke in Lilly Bretts Charakter, also so ein bisschen auch ein Selbstporträt von ihr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe von Lilly Brett bisher noch gar nichts gelesen und ja, mal gucken, was uns da erwartet. Das nächste Überraschungsbuch ist ein Erzählband auch und zwar von Clemens Setz, Die Liebe zur Zeit des Mallstätter Kindes. Ich habe von Clemens Setz bisher noch nichts gelesen, aber sehr viel Gutes gehört. Deswegen freue ich mich sehr darauf, dieses Buch zu lesen. Und der Klappentext, finde ich, klingt schon unglaublich vielversprechend. Hier steht zum Beispiel, dass eine Frau sich in der eigenen Küche in einen Käfig sperren lässt. Oder es geht hier auch um einen Mann, der ganz allein auf einem fernen Planeten wohnt. Und ein greiser Dichter im Gitterbett, der zum Herzstück der Sammlung eines Literaturarchivs wird. Und dann geht es da auch noch um ein Mädchen, das feststellt, dass ihm Flügel wachsen. Also klingt ganz nach meinem Geschmack. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein bisschen verrückt, ein bisschen skurril. Das dritte und letzte Überraschungsbuch ist Körperzeit von John DeLillo. Hier geht es wohl um ein Paar, das dem Alltag und der Routine ausgeliefert ist und vermutlich auch seine Schwierigkeiten damit hat. Es geht wohl um Entfremdung, aber auch um Nähe. Die Frau macht sich mehr Gedanken darüber, nachdem ihr Mann sich umgebracht hat. Dann ist aber wohl noch ein weiterer Mann in dieser Geschichte. Ich weiß aber nicht, wann und wie er auftaucht und welche Rolle er bei dem Ganzen spielt. Aber ich denke, es geht hier sehr viel um so diese kleinen Feinheiten und so sehr feine Beobachtungen, schätze ich jetzt mal, wo das Ganze endet, wie das Ganze endet. Wir werden es sehen. Kommen wir jetzt also zu den Titeln, die ich mir entweder gewünscht habe oder mit den Gutscheinen selbst besorgt habe. Nachdem ich den Erzählband von Daphne du Maurier gelesen hatte, hatte ich mir vorgenommen, ihren Roman Rebecca zu lesen. Deswegen ist auch dieses Buch bei mir eingezogen. Hier geht es um eine Frau, die einen Witwer kennenlernt und ihn auch heiratet. Sie zieht zu ihm auf seinen Landsitz. Ich denke mal, er ist auch ziemlich wohlhabend. Aber der Geist der verstorbenen Ehefrau, Rebecca, lässt die neu frisch verheiratete Frau nicht in Ruhe. Und auch die Haushälterin macht ihr wohl das Leben schwer. Ich schätze wieder, dass es so eine etwas düstere Geschichte wird, die mir nach und nach richtig schön unter die Haut geht. Das hat Daphne du Maurier zumindest mit ihren Erzählungen schon geschafft und ich habe bisher auch nur sehr, sehr Gutes über dieses Buch gehört und freue mich, es dieses Jahr dann auch zu lesen. Dann habe ich mir außerdem noch besorgt Der Brief im Taxi von Louise de Villemorin. Hier geht es um eine Frau, die in einem Taxi einen Brief verliert. Ob sie ihn erhalten hat oder selbst geschrieben hat, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass sie nicht bemerkt, dass ihr dieser Brief abhanden gekommen ist im Taxi und der nächste Fahrgast entdeckt diesen Brief. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber allein das hat mich schon sehr, sehr neugierig gemacht, ob da irgendetwas, ob er den Brief liest oder sie und ob da irgendetwas steht, womit man die Frau erpressen kann oder irgendetwas anderes. Man kann so viel aus dieser Geschichte machen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dieses Buch zu lesen, wie natürlich alle anderen Bücher auch. Das nächste Buch ist Der Geiger von Mechthild Bormann. Das Ganze spielt in Moskau in den 40er Jahren und es geht um einen Geiger, der in einer Nacht seine Familie und auch seine Stradivari verliert. Er wird verhaftet und zu mehreren Jahren Arbeitslager verurteilt. Soweit ich weiß, bekommt seine Familie falsche Informationen, sodass sie sich komplett aus den Augen verlieren. Und erst Jahrzehnte später kommt Licht ins Dunkel und der Geiger wird erfahren, schätze ich, was wirklich vorgefallen ist und was da alles passierte. Ich denke, man muss in der richtigen Stimmung dafür sein, dieses Buch zu lesen.
ist mit Sicherheit auch sehr bedrückend, aber ich fand, es klang sehr, sehr interessant und ich bin wirklich gespannt, was es mit der Geschichte auf sich hat. Dann habe ich mir noch ausgesucht Das Geräusch der Dinge beim Fallen von Juan Gabriel Vázquez. Das Ganze spielt in Kolumbien und es geht hier um den großen, legendären Drogenboss Escobar und auch um den Krieg zwischen dem Drogenboss Escobar und der kolumbianischen Regierung. Für mich ein neues Thema, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, mit Sicherheit auch ein Buch, das man zur richtigen Zeit lesen sollte. Ich denke, es geht ziemlich heiß her. Es geht ja auch um Straßenkämpfe und so weiter und so fort. Also die Gesellschaft hat es ja alles auf irgendeine Art und Weise miterlebt und das hatte mit Sicherheit auch Einfluss auf ihr Leben. Also darauf bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und als ich dieses Buch in der Buchhandlung mit meinem Gutschein holen wollte, hatte ich eigentlich noch einen anderen Titel im Kopf. Aber mein Buchhändler hat mir dann das hier ans Herz gelegt. Und zwar Zwischen 9 und 9 von Leo Perutz. Er hat es mir sehr schmackhaft gemacht, sodass ich dann dieses Buch mitgenommen habe statt dem anderen Titel. Es geht hier um einen Studenten. Das Ganze spielt in Wien zur K&K-Monarchie. Und der Student wird von der Polizei gesucht wegen Diebstahls. Er versucht aber zu flüchten. Ob ihm das gelingt, weiß ich nicht. Das Ganze spielt aber zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends. Die ganze Flucht ist wohl ein bisschen verrückt. Ich weiß jetzt noch nicht, in welche Richtung verrückt. Also ob das total abgedreht ist oder auch lustig, unterhaltsam oder eine Mischung aus beidem. Ich weiß es natürlich noch nicht, aber mein Buchhändler hat es mir ans Herz gelegt und da vertraue ich drauf. Das nächste Buch stand schon eine gefühlte Ewigkeit auf meiner Wunschliste. Dann endlich bin ich wieder drüber gestolpert und habe es mir dann mit dem Gutschein besorgt. Und zwar Die Flecken des Leoparden oder Wer kann schon aus seiner Haut? Ich weiß noch, dass ich dieses Buch auf meine Wunschliste gesetzt hatte, weil es hieß, dass es ein sehr ungewöhnliches Buch sei. Es spielt wohl mit mehreren Ebenen und man ist sich, glaube ich, auch immer nicht so genau, nicht so ganz sicher, welche Person gerade erzählt. Es geht hier um zwei Schriftsteller, die die Welt bereisen. Ob sie die Welt nun wirklich bereisen oder ob sie das nur so erzählen, da sie ja Schriftsteller sind, weiß ich nicht. Ob man es überhaupt wirklich so zuordnen kann oder einschätzen kann, weiß ich auch noch nicht. Sie lieben beide die gleiche Frau. Sie haben alle Probleme, die Schriftsteller früher oder später wahrscheinlich erfahren. Aber es ist wohl alles sehr, sehr verschachtelt, verzweigt. Und ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich schätze, dass der Klappentext eine Information zu viel preisgibt. Welche Information verrate ich hier natürlich nicht, falls es noch jemand von euch lesen möchte, dieses Buch. Es kann natürlich auch sein, dass es mir jetzt nur so vorkommt, da das Buch schon so lange auf meiner Wunschliste steht, dass ich dieses Detail vergessen habe. Ich befürchte aber, dass es schon etwas vorwegnimmt. Wir werden es sehen, aber ich bin sehr gespannt auf, also alles, was etwas unkonventionell ist, macht mich ja schon ein bisschen neugierig. Dann habe ich mir außerdem noch besorgt Der begrabene Riese von Kazuo Ishiguro. Von Kazuo Ishiguro habe ich, glaube ich, jetzt 3 Bücher gelesen und allein sprachlich fand ich sie alle ganz, ganz toll. Ich fühle mich in seinen Büchern sehr wohl, ich lese sie sehr gerne. Dieses hier ist wohl etwas anders als seine anderen Bücher. Es hat, glaube ich, auch so leicht so Fantasy-Elemente. Das Ganze spielt im 5. Jahrhundert und es geht um ein Paar, das sich auf die Suche macht nach ihrem verlorenen Sohn. Es geht hier wohl auch um Krieg und auch um Erinnerungen. Ich habe sehr viele positive Meinungen über das Buch gehört, aber auch sehr viele negative Meinungen über das Buch gehört. Ich bin sehr gespannt, wo ich mich einreihen werde. Wir werden es feststellen. Beim nächsten Buch hatte ich ja einige Zeit darauf gewartet, dass es als Taschenbuch erscheint, was dann im Dezember der Fall war. Dann wusste ich aber, also ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich Gutscheine wieder geschenkt bekomme. Deswegen habe ich also noch ein bisschen gewartet, um mir dann mit meinem Gutschein Butcher's Crossing von John Williams zu holen. Ich fand ja Stoner von John Williams ganz, ganz, ganz toll. Allein die Sprache hat mich wirklich umgehauen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Butcher's Crossing. Hier geht es um einen Mann, der der Universität den Rücken kehrt und sich aufmacht auf ein Abenteuer in der Wildnis. Er schließt sich einigen Männern an und kommt der Natur sehr, sehr nahe. Ich habe in letzter Zeit auch einige eher kritische Meinungen zu diesem Buch gehört. Einige waren nicht ganz so begeistert von diesem Buch wie von Stoner.
Ich bin trotz allem sehr gespannt und freue mich einfach auf John Williams Sprache. Allein deswegen freue ich mich schon sehr und ich hoffe natürlich auch, dass die Geschichte mir auch sehr gefallen wird. Mal gucken. Dann hatte ich auf der Frankfurter Buchmesse entdeckt und seitdem immer wieder den Wunsch gehabt, dieses Buch in dieser Ausgabe zu lesen. Und zwar Bartleby, der Schreiber von Herman Melville, ein Klassiker, der illustriert wurde von Stéphane Poulin. Ich finde seine Zeichnungen ja wirklich grandios. Und hier geht es auf jeden Fall um Bartleby, ein Mann, der als Schreiber oder Kopist in einer Anwaltskanzlei arbeitet und eines Tages, er ist wohl sehr fleißig und sehr unauffällig und so weiter, schätze ich, und eines Tages beschließt er dann, alles abzulehnen. Er sagt dann, nee, mache ich nicht, tue ich nicht, will ich nicht und so weiter. Er verweigert alles, nicht nur beruflich, sondern es schwappt dann, glaube ich, auch in sein Privatleben über, glaube ich. Und was er sich dabei denkt, kann man sich zwar schon ein bisschen denken, aber man will es natürlich auch dann von ihm wissen. Und wie das Ganze ausgeht, wie weit er das Ganze treiben kann und so weiter, werden wir dann sehen. Ich freue mich sehr auf diese illustrierte Ausgabe. Die nächsten drei Bücher fasse ich sehr, sehr kurz, denn ich habe alle drei in der Zwischenzeit schon gelesen. Das heißt, ihr werdet sehr bald schon mehr über diese Bücher erfahren. Zum einen Eine gebrochene Frau von Simone de Beauvoir. Was mir sehr, sehr gut gefiel. Dann Die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle, von Sharon Dodua Otto. Hoffe ich, wird sie ausgesprochen. Ein interessantes Buch mit einem interessanten Aufbau insbesondere auch. Dazu dann auch bald mehr. Und was ich auch schon gelesen habe, ist Die Weiße Stadt von Carolina Ramqvist. Was mich leider nicht ganz so beeindrucken konnte. Aber wie gesagt, über die drei Bücher, die ich jetzt zuletzt erwähnt habe, gibt es sehr bald mehr. Das waren die Bücher, die ich zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen habe, beziehungsweise selbst ausgesucht habe zum Großteil. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon einige dieser Bücher gelesen habt und wie sie euch gefielen. Und lasst mich auch gerne wissen, ob es irgendein Buch gibt, das euch besonders angesprochen hat und über das ihr sehr bald mehr erfahren möchtet. Und damit wünsche ich euch bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss!